Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shimmika mit Hensei 3 Nocturne. Wir haben in der letzten Folge den Club betreten und unsere unsere Freundin Chiaki sehen dürfen. Die ist natürlich so ein bisschen verwirrt, aber dennoch stark genug, um ohne irgendwelche Superkräfte den ganzen Scheiß überleben zu können. Und eine werte Dame hat ein paar Infos für uns. Sie möchte aber gekratzt werden und dementsprechend kratzen wir sie mal so ein bisschen, aber sie fühlt sich, glaube ich, von unseren Attacken jetzt nicht so sehr bestürzt. Das juckt sie nicht wirklich, ne? Auch wenn wieder harte Kratzuan. Ja, ich könnte natürlich hier das nochmal so ein bisschen machen. Und jetzt beim Dateien wechseln, beim Folgen wechseln, hat mir mein PC wieder mal gesagt, dass ich kaum Speicherplatz habe auf der Hauptfestplatte. Also die Olle greift hier auch anscheinend gerade meinen PC direkt an. Nein, den Bug habe ich tatsächlich schon seit einigen Jahren. Ich mache da gerade eine Defragmentierung und hoffe, dass uns das jetzt aufnahmetechnisch nicht ablenkt. Aber es ist halt wirklich komisch, ne? Dass, so wenn du so Einzelkämpfer hast, die sind dann immer stärker, als sie ursprünglich sein sollten, wenn sie ein Zufallskampf wären. Dementsprechend war das jetzt ein bisschen heikler, immerhin Aquamarin heikler, als es sein musste. Und wir waren dem Tod nah. Die Organisation in Ginza wird der Rat von Nihilo genannt. Zufrieden, hat das was mit Nihilismen zu tun? Das, ja, ne, das stellen wir jetzt mal so in den Raum. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das ist fraglich. Ich meine, die alte Zicke sagt ja auch immer, es ist kein Obst im Kühlschrank. Ja, und schaut, es ist ja welches da. Ja, also es sind immer so, da muss man mal schauen, wie man das findet. Und was war das gerade für ein Geräusch? Also jetzt mal ohne Spaß, kam das gerade aus dem Spiel? Ich bin mir nicht sicher. Ach, der DJ. Wecka, wecka, wuh. Scritch, scritch. Ja. Oh, der DJ ist total in die Musik vertieft. Fucking David Guetta. David Guetta. Ja, nee. Das ist David Guetta. Das ist der böse Stiefbruder. Okay, ja, gut. Nur dann haben wir jetzt so ein bisschen was in Erfahrung gebracht. War vielleicht auch nötig, um die Story ein wenig voranschreiten zu können. Ich weiß ja auch nicht. Ich wage zu behaupten, dass ich mal minimal in die Trophäen geschaut habe oder so. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, dass es verschiedene Enden gibt. Ist aber jetzt nur eine Vermutung, ja. Nagelt mich da nicht drauf fest. Auf jeden Fall werde ich Kraft meines Kartengespammes mal schauen, ob ich mich wieder heilen kann, speichern gehen kann und so weiter. Die fucking 5 Irrlichter. Ja, naja, ist halt wie gesagt dumm, wenn die natürlich angreifen, aber da oben steht ja neu, also ne, denke ich mal, das ist halt nicht gut, wenn der schwarz ist. Das ist eines dieser seltenen Fälle, wo es mal nicht gut ist, wenn was Schwarzes auf dem Feld ist. Aber ich habe doch extra mein Spiel dunkel gemacht. Ich versuche doch, BLM, ich versuche mich doch anzupassen. Verdammte Scheiße, aber es ist tatsächlich so, dass meine Dateien nur noch halb so groß sind, wegen dieser Dunkelheit. Ja, also das ist schon alles prächtig, deftig, was wir gemacht haben, aber dieser fucking Atem, der geht halt leider immer noch nicht auf alle. Ja, das sind so Kämpfe, da habe ich eigentlich auch nicht so Bock drauf, muss ich sagen, ne? Da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass ich das nicht überleben könnte. Aber ja, flüchten kann ich ja leider auch nicht, von daher müssen wir mal schauen, ob wir uns da so ein bisschen durchfriemeln können. Ja, blockier mal. Also hundertprozentig schlau sind sie ja nicht, ne? Das ist, manchmal gibt es da noch so ein paar Flüchtigkeitsfehler in Anführungsstrichen. Welche sich natürlich lieben gerne annehmen. Ja, der Jack Frostor. Ich weiß jetzt nicht, ja, komm, ich geb dir mal ein fucking Medikament, ne? Wir wollen mal nicht so. Wobei, ich bin kernbehindert. Ich hätte doch jetzt den Eisatem einsetzen sollen. Tja, na gut. So, du bist jetzt. Ah, immerhin ein Kritti. Ich kann den Zug aber nicht übergeben. Weil ich ja keinen mehr frag. Komm schon, den hätte er mir jetzt noch geben können, oder? Hm. Ja gut, dann nutze ich jetzt mal ganz kurz die Zeit und spreche das jetzt mal an, bevor ich es vergesse. Ja, also, was ist da jetzt nochmal heute Morgen vorgefallen? Also, das Ding ist, ich habe das schon hier und da erklärt, dass ich außerhalb meiner Videos gar nicht rede, also wirklich gar nicht, außer 2-3 Sätze gezwungenermaßen mit meiner Mutter, ja. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, ist. Ich rede halt nicht viel, so. Klar, durch
Telegram mache ich mal den Veilchen. Das ist wahrscheinlich auch so eine Integrationsgeschichte. Beweglichkeit. Und er lernt eigentlich mal Bufu. Ja, jetzt sollen sie mal kommen, die fucking Fünfer-Gegner. Aber im besten Fall haben sie dann nicht Schutzmagie. Ansonsten wäre das natürlich sehr, sehr tragisch. Ja, also durch Telegram und so weiter passiert es ja gerne mal, dass ich auch spontan mal einen 2-Stunden-Monolog halte, wenn mir danach ist. Oh, guck mal, der ist neu, ne? Reden wir mal kurz mit ihm. Plötzlich ist so ein Menschenwesen am Terminal aufgetaucht. Es schnüffelt da immer noch herum und brüllt. Ich habe es, was hat es denn? Ja, entweder der, wahrscheinlich nicht unser Kumpel, sondern der Fotograf. Falls ihr euch fragt, was das ist, das... Und vielleicht kennt ihr das ja aus Pokémon. Wir haben ja jetzt ein Monster, welches vergiftet ist. Und quasi immer, wenn der Bildschirm so rot wird, dann nimmt dieses Monster Giftschaden. Aber wir werden jetzt hier geheilt. Ja, also durch Telegram und so weiter geht das, aber... Also ich brauch dieses Stimmtraining, ja. Und ich habe auch, bei mir ist das so... Also vor allem in der Schulzeit war das dann immer so, wenn ich wirklich mal eine Woche nicht aufgenommen habe oder so, mein Ego war weg, meine Stimmpower war weg, weil, ja, wenn man nicht redet und so weiter, die Stimmbänder, das sind ja auch irgendwo, kann man dazu Muskeln sagen? Also man kann ja jeden Teil seines Körpers natürlich trainieren und wenn man es halt nicht benutzt, dann vergammelt es halt und so ist das mit mir und meiner Stimme und wie gesagt, durch Telegram geht das und so weiter. Aber so oder so. Oh mein. Ich werd wieder sabotiert, ich merk schon. Okay, hören wir dem erstmal zu. Du bist es. Du hast den gesamten Weg zu Fuß zurückgelegt, kaum zu glauben. Du doch auch. Und das ohne Kräfte. Wer ist hier? Krass. Geht's dem Zylinder gut? Du bist wohl doch stärker, als ich dachte. Soll das heißen, du dachtest, ich bin nicht stark? Okay. Ich bin selbst erst vor kurzem angekommen. Und zwar durch dieses... Ach nein. Ach, so ist das. Schnellreise. Kommt es dir bekannt vor? Du hast das schon im Krankenhaus gesehen. Tatsächlich dient es nicht bloß zur Zierde, es handelt sich um eine extrem komplexe Vorrichtung. Diese Vorrichtungen sind durch ein seltsames System miteinander verbunden. Über dieses System namens Amala-Netzwerk kannst du dich augenblicklich von einem Ort zum anderen transportieren. Also habe ich mich selbst transportiert und voila, da bin ich. Diese Vorrichtungen gibt es vermutlich überall. Knoten eines gewaltigen Transportnetzwerks. Und höchstwahrscheinlich führt es uns zu Hikawa. Woher weiß der denn jetzt von Hikawa? Habe ich was verpasst? Oder haben wir es ihm gesagt? Lass uns zusammenarbeiten. Ja, du bist jetzt meine Transportterschlampe. Nur wenn wir Hikawa aufspüren, lässt sich dieses Chaos beheben. Also, wie ich hörte, gibt es in Ginza oder Ginsei eine Gruppierung, die darauf aus ist, diese junge Welt zu formen. Und die Anführer ist zufällig ein Mensch. Du hast ja in deinen Dingsi Zeitschriften wahrscheinlich schon drüber geschrieben. Ich bin mir fast sicher, dass es sich um Hikawa handelt. Mehr weiß ich nicht, ist vielleicht aber auch schon zu viel. Du kriegst so einen Headshot wie Kennedy. Am besten solltest du also alles über diese Gruppierung herausfinden. Zu diesem Zweck kann ich dich mit diesem Ding nach Ginsei schicken, obwohl ich da noch nicht war. Okay. Also, was meinst du? Sicher ist es riskant, aber immer noch besser, als auf eigene Faust herumzuwandern. So oder so bleibe ich eine Weile hier. Es gibt wirklich so, also, es gibt Momente, da steht so viel auf dem Bildschirm und der sagt drei Wörter im Japanischen, ne?
Aber manchmal ist es auch andersrum. Gib Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Ich habe allerdings keine Ahnung, was in Ginza gerade los ist. Wenn du dorthin gehst, solltest du also vorbereitet sein. Ich weiß nicht, gab es auf der Karte noch ein bisschen was? Ich wollte, ne, dieser Moment, wenn du einfach nur... Wenn ich mein Zimmer verlasse, Tee trinken will und einfach vollgelabert werde, so wollte ich jetzt einfach speichern. Wir reden noch mal kurz mit ihm. Achso, bist du bereit? Nein. Gib Bescheid, ja. Wie, jetzt akzeptierst du kein Nein? Er sagt dann einfach, ja, ja, du meldest dich. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich muss es sein, aber wir gehen da nochmal raus. Gucken uns mal auf die Weltkarte an. Wisst ihr noch, da war ja das mit den Feen und so weiter. Wobei ich das jetzt gar nicht angehen möchte. Ihr konntet jetzt natürlich mir noch nicht sagen, ob ich da was verpasst habe oder so. Weil ich die Folgen ja noch nicht hochgeladen habe. Ich werde wahrscheinlich, wenn ihr die Folgen morgen seht... Also am 20. werde ich wahrscheinlich andere Sachen aufnehmen. So haben wir dann immer so, an dem einen Tag gibt es dann 5, 6 verschiedene Let's Plays, an dem anderen spiele ich nur das und so weiter. Weil das ist halt so ein Spiel, das kannst du nicht einfach mal in zwei Parts machen. Ja, das muss schon richtig reinböllern. Am Moment. Das, genau, habe ich ja schon gelesen. Ja, dann gehen wir mal nochmal ganz kurz auf die Karte. Auf die Weltkarte, wenn mich das Spiel lässt. Aber das wollte ich auch nochmal ansprechen, dass das natürlich extrem pfiffig ist, ne? Weil ihr kennt ja diese Neuzeit-Rollenspiele, diese Final Fantasy 15s, diese... das Remake auch, ne? Da fragt man sich ja, wie will das Final Fantasy 7 machen und so weiter. Und das hier ist meiner Meinung nach, zumindest von der PlayStation 1 zu 2... Ups, sorry, da bin ich... bei meiner Gestikuliererei gegen Setzer gekommen. Der Controller ist gegen mein Mikro gekommen. Ich finde, es ist eine gute Art und Weise, wie man das machen kann. Ja, man hat halt... Ja, es ist... Im Grunde ist es wie auf der PlayStation 1. Nur, sie haben es halt geschafft, das gut auf die PlayStation 2 zu kriegen. Und ich verstehe nicht, wieso man das nicht auch bei der 3 und 4 und 5 gemacht hat. Ja, es müssen doch nicht wirklich... begehbare Welten sein. Das Problem, was ich immer mit Open-World-Spielen habe, ist, dass man steckt da so viele Ressourcen rein und im Endeffekt ist es kacklangweilig. Da macht doch lieber sowas hier, ja? Von hier aus hat man einen guten Blick auf den Yoigi-Park. Oh, besetzen diese Feen da etwa die Ortsseite? Tja. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal ganz kurz vorbei. Nicht, dass das irgendwas Optionales ist, was ich dann in Zukunft nicht mehr machen kann. Ja, es kann ja sein, dass sich jetzt wirklich was verändert hat, dadurch, dass ich dieses Story-Segment gemacht habe. Kann ja gut sein. Ja, jedenfalls, ich brauche diese regelmäßigen Aufnahmen und ich habe halt natürlich dann auch gemerkt, nach dem Aufstehen ist die Stimme halt, zumindest, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, ja klar, Frauen haben auch eine tiefere Stimme nach dem Aufstehen. Die ist halt kräftiger, die ist belastender und deswegen wollte ich heute einfach, ja, direkt nach dem Aufstehen aufnehmen, aber ja, meine Mutter hat halt den freien Tag. Ich muss zugeben, ich hab direkt aufgehört und so weiter. Aber ich muss sagen, so, ich achte drauf, dass wenn ich jetzt irgendwie, wenn sie morgen arbeiten gehen müsste, die müsste dann so um 8, 9 ins Bett, dann würde ich, also, wenn sie schlafen geht, dann, wenn man schlafen geht, verstehe ich das, ne, da verstehe ich, dass man seine Ruhe haben will. Aber, ganz ehrlich, wenn man ausschlafen kann und so, komischerweise gab es auch, ich habe oft schon in der Nacht aufgenommen, aber anscheinend bin ich hier so ein bisschen lauter, so ein bisschen elanhaftiger dabei bei diesem Spiel. Jedenfalls hatte das halt gestört. Gut, das hat sich jetzt nicht weiter verändert. Ich check aber nochmal die Türen links und rechts. Aber der Witz ist ja, wie gesagt, dass meine Mutter dann 10 Minuten später aufgestanden ist und grundsätzlich auch gesagt hat, dass sie die Nacht über nicht gut schlafen konnte. Und sie hat halt wirklich generell, und das schon seit, aber schon seit Jahren, das Problem, dass sie einfach nicht abschalten kann, ja. Und ich als Hobbypsychologe versuche ihr natürlich schon gefühlt seit 10 Jahren zu helfen, es wird immer schlimmer, und ihr zu sagen, ja, es liegt daran und dort und jenes, also hat man zumindest die Vermutung teilweise aufgestellt, dass es an gewisse, habe ich jetzt das angelabert, dass es an, jetzt geht's! Ah nee, Moment, hier war ich schon, das war ja dieses Vorhütchen, wo tatsächlich nur ein Gegenstand ist, war.
Ja, ne, dann, dass es bei ihr an gewissen Problemen lag. Jetzt hat sie aber aktuell keine großen Probleme und man muss halt dazu sagen, meine Mutter ist halt wirklich so, eine Person, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, wenn, also nehmen wir an, die stehen ja nah beieinander, ich esse einen Joghurt, ja, und dann räume ich diesen leeren Joghurtbecher nicht sofort weg. Meine Mutter kommt einmal ins Zimmer, bumm, zack, weg. Also, so ein bisschen übertrieben gesagt. Oder auch so mit dem Abwasch, ja. Jeder hat natürlich so seine Schmerzensgrenzen. Und bei mir ist diese Schmerzensgrenzen deutlich höher, ja. So, also ich wäre so jemand, solange ich noch irgendwo Besteck finde, würde ich nicht abwaschen, ja. Also, unsere Spülmaschine ist seit Ewigkeiten kaputt. Wir müssen da richtig abwaschen. Ne? So, aber bei ihr gibt es dann irgendwann so den Moment, wo sie sich sagt, okay, mache ich jetzt, ja. Oder so auch, was weiß ich, Staubsaugen und sowas. Bei mir ist es immer so, ich denke mir so, ach komm, das geht doch noch, das geht doch noch, ja. Aber sie kommt einfach nicht mit dieser Ruhe klar. So einfach sich mal hinsetzen und abschalten. Nee, es muss immer irgendwie irgendwo was gemacht werden, ja. Und ich hatte halt oft das Gefühl, dass, also ich beispielsweise versuche ich halt jetzt wirklich seit, also ich gebe zu, dass es ist so schwierig, ja. Ich versuche ja im Haushalt zu helfen, aber gerade dadurch, dass ich eine andere Schmerzensgrenze habe, ist es so, ich denke mir einfach, es muss noch nicht gemacht werden, ja. So, da ist jetzt der Abwasch, okay, aber es sind doch noch genügend Teller da. Also muss ich doch nicht abwaschen, ja, aber quasi, ich würde die Arbeit machen, aber sie wird mir weggenommen, weil sie das halt vorher macht, ja. So, wenn da halt ein fucking Joghurtbecher irgendwo steht, ja, dann räume ich den nicht weg, dann warte ich, bis drei da stehen, bis es sich lohnt. Ja, ich bin jemand, die Arbeit muss sich lohnen. Ja, also ich werde jetzt nicht sagen, dass meine Mutter wegen jedem Teller, so jeden Teller sofort abwäscht, aber ihr versteht ungefähr, auf was ich hinaus will. Das ist, wie gesagt, jetzt alles natürlich ein bisschen übertrieben von mir formuliert, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es hier abläuft. Und das ist so das Problem, ja, das ist so diese, vermute ich zumindest, diese harte deutsche Erziehung, ja, dass man einfach, man ist ja auch, ne, das ist ja etwas, was ich, natürlich, ich gebe es ja zu, nicht beurteilen kann als, in Anführungsstrichen, faule Sau, so einen richtigen Arbeitsalltag zu haben und das seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren, ja, das, und vor allem bei den Deutschen, so diese Routine und wir hatten auch damals diese Zeitungsgeschichten, ja, dass die Zeitung sollte mittwochs verteilt werden und kam dann Montagabend oder so. Und quasi, man hatte da noch ein, zwei Tage Zeit, aber die wird einfach quasi, die ist draußen, bumm, zack, die muss sofort verteilt werden, let's go, ja. Und also, da steckt wirklich so eine richtig ekelhafte psychische Komponente drin, dass, ich habe ihr das schon mehrfach gesagt, sie kriegt keine Bonuspunkte dafür, wenn sie alles sofort 100% macht. Ja, 100% Run, Speedrun beim Zeitungsverteilen oder so. Die Leute interessieren sich nicht dafür. Genauso wie niemand vorbeikommt und dir ein Sternchen dafür gibt, dass du diesen Joghurtbecher innerhalb von der Joghurtbecher, ich habe den Joghurt gegessen und 20 Minuten später ist er weg. Der ist einfach weg, ja. Der wurde weggeräumt, bumm, zack. Ja, und es triggert mich auch so hart, weil ich versuche ja auch, um den Abwasch natürlich zu vermeiden, ist es so, wenn ich, Beispiel, ich esse was, so, und der Teller ist leer, und dann esse ich halt in keine Ahnung, 6-7 Stunden später esse ich wieder was, also meist ist es dann dieselbe Mahlzeit, also ich kreuze jetzt nicht Mahlzeiten mit einem Teller, das mache ich auch nicht, gebe ich zu, aber ich esse, bei uns ist es so, wenn wir Essen machen, dann hält es 2-3 Tage, so Nudeln oder so, ja, weil immer große Portionen gemacht werden, spart dir auch Arbeit und Zeit, das ist immer gut, wenn man einfach weiß, du kannst die nächsten 3 Tage das essen, musst dir keine Sorgen machen, ja, so. dann esse ich, der Teller ist leer und dann komme ich ein paar Stunden später wieder und will denselben Teller verwenden und der ist dann einfach weg. Ja.
Gut, ich gebe zu, auf der anderen Seite passiert es mir manchmal, dass ich Löffel oder so nicht mehr wiederfinde oder so. Und dann manchmal nehme ich auch zu viel Löffel für denselben Scheiß, aber so oft passiert es mir jedenfalls, dass ich dieselben Sachen verwenden will und die einfach weg sind, ja. So, oder manchmal ist ja, keine Ahnung, dann ist da vielleicht noch ein Keks in der Kekspackung. Und natürlich schmeiße ich die Kekspackung dann nicht weg, weil da noch ein Keks ist, aber dreh ich mich um und die Packung ist weg und der Keks ist auch weg. Ja, also jetzt, keine Ahnung, weggeschmissen oder so. Also, ja, also, versteht ihr das so? Und ich bin da auch wirklich überfordert, weil, wie gesagt, man versucht ja irgendwie zu helfen und so weiter. Aber das ist so hart in der Psyche drin, ja, die kann ich abschalten. Und ich glaube, die wird da irgendwann zugrunde dran gehen. Ich hoffe ja auch stellenweise, dass da wirklich einfach mal ein Kreislaufzusammenbruch stattfindet, ja. Um vielleicht, damit sie selber realisiert, so kann es nicht weitergehen. Aber so, wie gesagt, oft war es jetzt so, dass sie gesagt hat, okay, sie hat Probleme, also kann sie nicht schlafen. Jetzt hat sie keine Probleme und kann trotzdem nicht schlafen, ja. Oder es ist irgendwie immer irgendwas, ja. Und ja, ich finde, ihr solltet auch vielleicht selber mal so drüber nachdenken, dass ihr, ich weiß ja nicht, wie ihr zu dem ganzen Scheiß steht, aber so diese, ich bin natürlich, was das angeht, jetzt nicht so tief drin. Ich mache natürlich meine YouTube-Arbeit, aber wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es halt nicht. Auch wenn es natürlich sehr selten passiert. Aber ja, ich habe natürlich auch meine Praktikas und aber auch bei Tests und so weiter. Ja, es interessiert mich einfach nicht, ja, so. Und natürlich gab es dann den einen oder anderen Lehrer, der gesagt hat, ja, aber wenn du da noch so ein bisschen, wirklich ohne Scheiß, ich wollte dann irgendwelche Vorträge, irgendwelche Sachen abgeben. Auch in Kunst, bestes Beispiel. Ich wollte ich kann nicht malen, ja. Das war in der Grundschule so schlimm. Da wollte ich das Kackbild abgeben und dann sagt die Lehrerin mir, ja, aber wenn du das jetzt abgibst, ich weiß nicht, das wird vielleicht maximal eine 4. Willst du da nicht nochmal? Ich so, nein, Alter. Aber willst du, und dann wurde ich auf meinen Platz zurückverwiesen. Ich dürfte das Bild nicht abgeben, weil es ihrer Meinung nach zu schlecht ist. Aber dann gib mir doch die 4. So, ja, und es interessiert mich einfach nicht. Und genauso beim Arbeiten denke ich mir immer, ich fahre zur Arbeit. Also, ich habe ja versucht, Ausbildung und so weiter, ne, wurde ich ja rausgemobbt, genau wegen meiner Einstellung. Da habe ich immer gesagt, ich gehe dahin, um meine Ausbildung zu machen, beziehungsweise um Geld zu verdienen. Deswegen bin ich da. Und dann sagen mir die Ausbilder, ja, aber du musst in den Pausen, musst du Kontakte knüpfen und musst dich mit deinen Kompagnons verstehen. Und in der Raucherpause soll ich mich da auch hinstellen. Ich dann immer so, Alter, ich komme hier nicht hin, um Freundschaften zu schließen. Es geht mir am Arsch vorbei. Und dann wurde ich rausgeworfen, ja. Ich habe gute Arbeit gemacht, aber ich wurde rausgeworfen mit der Begründung, weil ich nicht sozial genug bin, ja. Und das hier so das Ding, dass niemand gibt dir irgendwie extra Sterne oder extra Geld, weil du dich beim Briefe verteilen verbeugt hast oder weil du die so schön gefalten hast oder was weiß ich, und keiner kommt hier vorbei und prüft, ob die Mülltonne richtig da ist, ob das Besteck sauber ist und so, ja, so dieses, einfach diese ganze typisch deutsche Sklaven-Arbeiter-Mentalität, die kotzt mich so an. Und wahrscheinlich gibt es da draußen auch noch mehr Leute, die halt darunter leiden. Und ich bin da sichtlich überfordert, ja. Du siehst einfach, wie deine Mutter zugrunde geht und du kannst einfach nichts machen, ja. Also außer natürlich die ganze Zeit zu sagen, entspann dich. Und wie gesagt, da übernimmst du den Abwasch, da saugst du Staub und so weiter. Also ich versuche das. Wenn es mir nicht vorher abgenommen wird, versuche ich das ja alles. Ich versuche ja schon dafür zu sorgen, dass sie wenig machen muss zu Hause, aber die kann halt nicht abschalten, ja. Und dann auch dieses ganz Einfache, ich sag, schau nicht ARD und ZDF oder so. Also, ne, wir befinden uns ja auch in dieser, noch zusätzlich in dieser faschistischen Scheiße, ja, was natürlich zusätzlich Probleme verursacht. Und ich sag dann einfach, hör dir das doch nicht an, ja, baller dich doch nicht mit zusätzlicher Negativität voll, mit negativen Sachen, aber, ne, das, ja, keine Ahnung, Leute, ja, was soll man da machen?
Und ja, gut. Worum ging es jetzt? Ja, es ging einfach darum, also im Endeffekt war es egal, ob ich aufgenommen habe oder nicht, weil die ja eh nicht schlafen konnte. Ja, aber ne, was machst du? Was machst du? Und das ist ja auch nochmal, ja. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, die mir zuschaut. Das Arbeiten gehen ist Neuzeitsklaverei. Ja, überlegt mal, wie dumm das ist. Das, also, ja, natürlich, Heuchelei und so weiter. Warum kann ich jetzt spielen? Warum habe ich jetzt Strom und so weiter? Weil es draußen Menschen gibt, die dafür sorgen, dass ich jetzt Strom habe und so weiter. Okay, okay. Aber ich denke, dass es nicht bei jedem Job unbedingt sein muss, dass man 8 bis 10 Stunden arbeiten muss, ja, und denkt an die Gehälter, die man kriegt, die immer weniger werden, die Steuern, die immer höher werden, die Strompreise, die Ölpreise und so weiter. Der Mensch soll zugrunde gehen, vor allem der deutsche Mensch. Ihr werdet alle abgezockt, ja, ihr investiert 3/4 eures Lebens ins Arbeiten gehen, keiner dankt es euch. Das Einzige, was ihr wirklich zum Schluss habt, ist eine kaputte Psyche, kaputte, nicht nur eine kaputte Seele, sondern auch einen kaputten Körper, ja. Aber es wird halt einfach weitergemacht, ja. Das ist so, jeder sagt sich, naja, ich bin ja nur ein Teil eines Zahnrädchens. Aber das Problem ist halt, dass, also, es denkt doch, gut, es denkt wahrscheinlich nicht jeder so, aber Wie soll ich das jetzt wieder metaphorisch wiedergeben? Ich merke auch gerade, dass ich wieder nicht zum Ende komme. Es tut mir leid. Aber, also, was ich jetzt durch die Plandemie immer jetzt gerne in letzter Zeit, in den letzten Jahren gesagt habe, ist, dass ihr auf der einen Seite behauptet ihr immer, dass ihr als einzelne Person nichts ausrichten könnt. Aber auf der anderen Seite habt ihr doch alle die Plandemie zu verursachen. Jeder einzelne von euch ist schuld daran, dass es jetzt genauso ist, wie es ist, ja? Und ich verstehe nicht, wie dieser unterbewusste Kollektivismus nicht mal bewusst für etwas Gutes eingesetzt werden kann, unter anderem für das weniger Arbeiten und das bessere Vergüten der Menschen. Ja, warum nicht einfach mal auf die Straße gehen, anstatt Masken zu tragen und sich testen zu lassen und so weiter. Ich sag jetzt nicht Punkt, 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 sonst heult Gestapo-Typ wieder rum. Warum nutzt ihr nicht mal diese Energie und tragt keine physischen... Also bitte, 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 bitte weiter, tragt eure Masken. Nicht, dass das Gestapo-Typ das wieder falsch versteht. Aber man könnte ja auch, sagen wir von mir aus zusätzlich, damit ich jetzt keinen Ärger kriege, nicht nur eine physische Maske tragen, sondern auch eine mentale, eine gute mentale Maske. Mal für was Gutes einsetzen, mal sich vor Augen führen, was man eigentlich für ein, als normaler Mensch, für ein beschissenes Leben führt, ja. Dass man tagtäglich arbeiten geht und dann hast du auch noch solche gutherzigen Menschen wie meine Mutter, die da wirklich, die versuchen gut zu arbeiten, ja. Also die geht da nicht einfach hin, sondern die versucht ihren Job gut zu machen, ja. Und die gibt, ihr ist es tatsächlich wichtig, was die anderen über sie denken. Also jetzt nicht so mitläuferisch, sondern die versucht halt einfach so quasi so ein bisschen wie bei SpongeBob, ja. Ihr kennt ja vielleicht die Folge, wo der SpongeBob so gegen Neptun kämpft. Und SpongeBob macht da den besten Burger und liest dem Burger eine gute Nachtgeschichte vor und versucht einfach den besten Burger zu machen. Und so ist meine Mutter. Meine Mutter geht nicht einfach arbeiten, sondern die lebt in der Arbeit, ja. Und sie versucht ja dafür zu sorgen, dass es ihr am Arsch vorbeigeht, aber sie schafft es nicht, ja. Also quasi, sie nimmt das, was man sich eigentlich für die Freizeit aufspart, die Liebe, die Fürsorge und so weiter, die nimmt das mit auf die Arbeit. Und ist dann natürlich irgendwie traurig, weil das wird halt nicht anerkannt. Aber genau das ist der Punkt. Es interessiert sich niemand dafür, wie gut du die Arbeit machst. Hauptsache, du machst die irgendwie, ja. Und so dieses, ich komme nicht zum Ende. Es fuckt mich einfach ab, ja. Mich fuckt diese Welt ab, mich fuckt dieses Land ab. Und soll mal hier wirklich, hier fucking Gates und so weiter, ja, hier, guck, mach jetzt mal hier, wo ist mein Kaki-Sushi, wo ist der Weltuntergang, jetzt mach doch mal hinne. Was ist denn das gerade für eine Phase? Fucking Agenda 2030, das ist euch aber früh eingefallen. Könntet ihr das nicht ein bisschen schneller hier machen?
Können wir nicht einfach alle direkt verrecken? Ist das nicht machbar? Was soll denn das hier, ja? Dieses stille Leiden. Die Leute leiden natürlich auch stellenweise überwiegend zurecht, weil die dummen, muttergefickten holocaustrianischen Auschwitz-Schablonen uns ja die ganze Scheiße eingebrockt habt, weil ihr einfach das glaubt, was diese Leute sagen, nur weil die Leute irgendwelche Dokumente, irgendwelche Diplome haben, ja? Aber kann das dann nicht wenigstens ein bisschen schneller gehen? So diese... Leute... Ja, und dann sitze ich hier und ich weiß nicht, was ich tun soll und das, was ich tue, das wird doch nicht wertgeschätzt. Und obendrein kriege ich dann noch diese muttergefickten holocaustrianischen Hater ab, ja. So, da sitzen, anstatt die Leute sich mal über die NWO informieren, sitzen die Leute 24/7 am PC und schauen, ob irgendjemand wieder ein Video über den Drachenlord gemacht hat, ja. Das war das... Fernab von dieser anderen Geschichte, das einzige Mal, wo ich wirklich Aufmerksamkeit gekriegt habe, ja? Und dann war es auch noch negativ. Dann schauen mir 300 Leute, na okay, eigentlich, es waren glaube ich 150, da kommen 150 Leute auf meinen Kanal und wollen zu mir nach Hause kommen und mich fertig machen, weil ich in einem vernünftigen Video mich einfach gegen das Mobbing eingesetzt habe, ja, aber die Leute hassen den Drachenlord so sehr, dass man da muss man, ey, wenn Leute den Drachenlord verteidigen, der muss einfach gesteinigt werden, da wurde mein Kanal bedroht, da wurde meine Familie bedroht, da hat man auch meinen eBay-Account gefunden, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber die haben einfach mich quer durchs Internet gestalkt, ja. Und ich denke mir so, Alter, wen interessiert denn den Drachenlord? Wir werden alle in wenigen Jahren sterben und ihr mobbt zu 100.000-fach diese eine Person. Nutzt doch eure Zeit mehr sinnvoll. Es gibt so viele, auch wenn man jetzt an die ganzen Modder denkt, die Leute, die gute Mario-Hex basteln und so weiter. Es gibt so viele kreative, halbwegs intelligente, also die Drachenhater gehören offensichtlich nicht dazu, aber es gibt... so viele kreative Leute da draußen und so weiter. Aber warum habt ihr... Ich hab's doch auch geschafft, Anfang März, April 2020. Nutzt doch einfach mal 5 Minuten eurer Freizeit und informiert euch über die scheiß Corona-Lage, damit wir die Scheiße endlich verhindern können. Und damit vernünftige Leute nicht da mental daran zugrunde gehen müssen. Nein, wird einfach nicht... Leute, ich hab schon wieder einen mentalen Anfall hier, ne? Ihr kotzt mich alle so an, ja. Ich verstehe das nicht, ey. Aber, ey, genau, da passt natürlich auch nochmal die Sache, die, was Shiaki vorhin gesagt hat, ne? Ja, so, du musst auch einfach, du hast zwei Möglichkeiten. Du hast einfach fucking zwei Möglichkeiten in dieser Welt. Entweder du nimmst dir den Scheißstrick oder es muss dir verdammte Scheiße nochmal alles am Arsch vorbeigehen. Ja? Und das ist das, was meine Mutter leider nicht hinkriegt. Das ist das, was ich mehr oder weniger hinkriege. Deswegen mache ich jetzt hier einen halben monströsen Hasser. Hass kann man nicht sagen. Einen impulsanten, aufgebrachten Monolog. Okay. Ja. Ja, okay. Aber so im Großen und Ganzen, ja, du. Ey. Leute. Ne? Es ist alles so furchtbar. Aber gut, ja. Das war's für heute mit Let's Play Shin Megami Tensei 3 Nocturne. es wird sich wieder keiner anhören. Ich weiß, es wird sich wieder keiner anhören. Das ist so das Schlimme. Man packt hier sein... Verreckt doch alle. Aber dann macht's schnell. Und lasst Menschen, die es offensichtlich nicht verdient haben, aus dem Spiel. Gründet eure eigene kleine Inzestfamilie oder so, geht auf eine einsame Insel, sprengt euch in die Luft, ist mir scheißegal, aber lasst mich doch und meine Mutter da aus dem Spiel, ja, ihr kleinen Missgeburten, die einfach alles glauben, was man ihnen sagt. Morgen könnte der Drosten sagen, es wird Affen vom Himmel regnen, ihr würdet das alle glauben. Ja, wenn der Drosten sagt, ihr sollt bitte morgen eure Unterhose über den Kopf ziehen, es würden alle machen, weil ihr kleine muttergefickte Missgeburten seid. Der Mensch ist ein gescheitertes Experiment. Ihr gehört alle vergast, okay? Alle! Aber vernünftige Leute halt nicht. Da diese, die,
diese 100, 200, 300 Mann da draußen, die gibt's tatsächlich noch, die halbwegs was im Kopf haben, die versuchen, damit klarzukommen, die versuchen, euch das klarzumachen, die versuchen, euch zu retten, und ihr ignoriert es aber konstant. Ihr hört jetzt mir hier zu, denkt euch, ja, der Ravon, der redet wieder. Wahrscheinlich habt ihr die Folge auch schon längst übersprungen, weil euch das alles nicht interessiert, ja? Ihr nehmt das alles so für selbstverständlich an, aber das darf nicht sein. Diese ganze Bequemlichkeit und so, das ist euer Untergang. Allein die Smartphones, ja? Ihr denkt euch, oh ja, das ist ja praktisch, Mensch, damals Schnurtelefon, heute mit den Smartphones unterwegs, ja? Ihr könnt zu jeder Zeit ins Internet und boah und geil, aber gleichzeitig ist das krasseste Spionagegerät überhaupt. Ihr lauft tagtäglich mit einer Wanze rum. Damals in der DDR, da musste man zu den Leuten nach Hause und ihre Wohnung verwanzen. Heutzutage lauft ihr freiwillig mit einer Wanze rum. So dumm seid ihr. Ihr lauft mit eurem eigenen Strick rum. Und ihr seid auch noch stolz drauf. Und ihr beschimpft Leute wie mich dann als total Verrückten, als komplett geistig Behinderten. Dabei seid ihr die Missgeburten da draußen, ja? Boah! Ja, ohne Scheiße, ey, geht mal alle sterben. Ja. Okay, ich bin fertig für den Moment. Es musste mal wieder sein, ne? Es musste einfach mal wieder sein. Das, wie gesagt, das wird eh keiner hören. So war das die letzten 10 Jahre. What the fuck? Da hat man doch schon vor 30 Minuten die Folge übersprungen, ja? Weil so ist das einfach. Es wird einfach ignoriert. Es wird ignoriert oder übersprungen, was ich hier sage. Weil es geht ja nicht mehr ums Spiel. Boah, was bildet der sich ein? Ich hab fucking Shin Megami Tensei 3 Nocturne eingelegt. Wollte mir das Let's Play angucken und der redet ja gar nicht darüber. Ja, nee, da schalte ich weg. Interessiert mich nicht, was der sagt. Aber ich rede über eure Zukunft. Über die Zukunft, die ihr zu verantworten habt. Genau mit dieser Einstellung, genau wegen dieser Dummheit und dieser Ignoranz werden wir alle sterben. Und ich sehe das nicht ein, dass ich wegen muttergefickten holocaustrianischen Auschwitz-Schablonen wie euch sterbe. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, euch das zu sagen. Und zu hoffen, dass wenigstens von den, keine Ahnung, 100 Leuten, die ich vielleicht mal erreiche durch dieses Video, dass da wenigstens mal 2 drüber nachdenken, verdammte Scheiße, okay? Boah. Ja. Gut. Controller hat sich natürlich wieder abgeschalten, ist ja klar. Ich schwitze. Ich krieg in die Krise, ey. Oh nein, das war ein sehr langer Monolog. Ich sehe das schon an meinem Spielstand. Alles klar. Sowas ist natürlich auch schlecht, ne? Jetzt die gute Stimmpower. Die wollte jetzt eigentlich noch eine Stunde aufnehmen. Ich mach das trotzdem. Ist mir scheißegal. Ich versuche jetzt einen Tee zu mir zu nehmen. Ja, vielleicht mache ich auch noch ein bisschen Beruhigungstropfen rein oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Ja, dann geht's endlich weiter. Oh, mit der treu dummen Unterhaltung. Oh, jetzt spielen wir endlich wieder Spiele, ne? Jetzt wird keine Politik mehr geredet und so weiter. Nein, 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 nein. Jetzt geht's wieder richtig dumm zu. Mit Dämonen und es ist so wirklich, es ist auch so traurig. Das ist mir auch bei, hier bei der heutigen. Ich habe gesagt, ich höre auf. Okay, war anscheinend gelogen. Heute habe ich einen Game 2 Beitrag gesehen, wo sich jemand hingestellt hat und gesagt hat, oh ja, das war diese Retro-Folge, ja. Oh, der hat Metal Gear Solid 1 gespielt und hat sich so über die Story gefreut und gesagt, so viele Twists und Turns und so weiter. Alter, Metal Gear Solid hat die Zukunft vorausgesagt. Ja, es gibt so viele Spiele, wo es um korrupte Geheimorganisationen geht. Hier geht es ja auch darum, dass die neue Welt soll erschaffen werden und so weiter. Diese Leute erfreuen sich an diesen Spielen, sagen, das ist super geil und so weiter. Aber das würde uns ja im realen Leben nie passieren, ne? Was? Der Staat, der will die Leute versklaven und arm halten und die Reichen werden immer reicher und so. Ja, das ist eine gute Story in Final Fantasy 7, aber uns würde das doch nie passieren. Wir haben doch die beste Demokratie. Oh ja, wow. Und das verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich gar nicht. Dass man da nicht ansatzweise
mal auf den Gedanken kommt, das in Betracht zu ziehen, dass es bei uns auch nicht nur passieren könnte, sondern auch passiert ist, ja, das triggert mich noch umso mehr, wenn man sich einerseits hinstellt und sagt, oh, Shinra, Final Fantasy 7, wow, oh, geheim, böse, oh, Lebensstrom, die Leute leben in den Slums und so, ja, guck dir doch Deutschland an. Guck dir mal Deutschland an, was geht denn da ab? Da Hartz IV wird demnächst zum guten Ton gehören, ja, ist einfach so. Aber nein, das ist ja, Mensch, das ist ja, ne? Dann heißt es wieder, ich könnte Spiel von Realität nicht unterscheiden. Genau andersrum. Es ist doch genau andersrum so. Dass ihr lebt. Ja, ist okay. Ich schwöre, ich höre jetzt auf. Bye.